Und damit herzlich willkommen zurück Oh mein Gott, mein zu. Spiel ist abgestürzt. GG. Danke. Ja. Grimdawn. Mit dem Freddy. Traps Hört. funktioniert auch nicht mehr. Warte, GG. dein Spiel ist abgestürzt, ich bin aber noch drin. Ja. Ja, super. Also bin ich gleich tot oder was? Ja. Okay, bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn mit Freddy White oder Chantal Hallöchen. halt. Und Lafishi und dem toten Pferdeleiche. Der toten Pferdeleiche wird auffallen. Ich bin heute ein bisschen leiser. Und zwar nicht, weil Ich ich auch. vergessen habe, das Spiel umzustellen oder meinen Sound umzustellen, sondern weil mein Mitbewohner Besuch hat. Und weil ja niemand wissen darf, dass ich der größte Let's Player Deutschlands bin. Er ist Gronkh LP. Ohne LP, ja. Nein, er ist Gronkh LP. Du wirst dich damit schon auskennen. Na, ich bin Profi da drin. Und ich muss Ach mir ganz dringend mal ja. eine andere Waffe gönnen, Alter. Die ist Ich richtig bin keine schlecht. Ahnung, wo wir aufgehört haben, weil Swag und jetzt sind wir einfach hier. So. Man kann hier irgendwelche Wände zerstören, das weiß ich noch. Und auf Punkt und Komma verdreht man seine Karte. Das ist ein bisschen so ein Katzen manchmal. Das wusste Ist ich hier noch so. nicht mal, aber okay. Ich werde es auch nicht ausprobieren. Ja, ich benutze hier öfters mal die Karte auf M. Die benutze ich nicht. Als nächstes geht es nach Whitemire, wie man schon ein paar Mal gesehen hat. Wir sind ja auch im letzten Part hier schon mal hingelaufen oder im vorletzten, glaube ich. Ja, im Vorletzten müsste es gewesen sein. Und Ist aber auch schon ja. wieder weg. Es ist schon wieder viel zu lange her. Und Mittwoch kam ja kein Video. Der Part Wegen dem 4 hätte Fisch. ja letzte Woche Mittwoch. Donnerstag, letzte Woche Donnerstag kommen müssen. Oder diese Woche, ich weiß nicht, wann wir es hochladen. Wir laden das nächste Woche hoch, also. Hätte am 12., nein, am 5. kommen müssen. Und kam nicht wegen mir. Und weil Freddy und Ja. ich es nicht gebacken gekriegt haben, zu timen, wann wir aufnehmen. Ja, ich warte immer so die ganze Zeit, weil ich weiß nie, wann er Zeit hat und dann, wenn er Zeit hat, schreibt er nichts. Er hat einfach Und dann immer viel sagt er, zu das ist viel Angst, meine mich Schuld. anzuschreiben. GG. Ich habe nicht gesagt, das Hä? ist deine Schuld, ich habe gesagt, das ist unsere Schuld, weil es Nein, meine es ist Mitte ist. komplett deine Schuld. Es ist komplett hundertprozentig nur deine Schuld und es liegt kein Stück an mir, nicht mal ein bisschen, nicht mal im geringsten. Da du IT-Mensch bist, liegt jeder Fehler an dir. Nein, Gut, dass wir die niemals. Schuldfrage geklärt haben. Ich bin ja kein Jedenfalls. Softwareentwickler, ich bin nur der IT-Mensch. Naja, ich hatte halt. Weiß nicht, ich hatte meistens keinen Bock auf Aufnehmen und wenn ich Bock hatte, dann. Habe ich Freddy nicht erreicht. Er hat mich niemals angeschrieben, ob wir Ich aufnehmen habe wollen. dich Wirklich nie. angeschrieben, ob wir aufnehmen. Jedes. Ich bin komplett den ganzen Tag über Skype verfügbar Bist du und im nicht? Notfall bin, ich gucke ja mal in WhatsApp rein, aber hätte er aufnehmen wollen, dann hätten wir es auch machen können. Jetzt fängt er wieder an zu lügern hier, weil er sich aus der Sache rausreden will. Auf meinem zweiten Bildschirm ist immer Oh, Skype offen. Jedes fuck. verdammte Mal. Oder TS. Auch wenn du arbeitest, ist immer Skype offen. Ja, es ist wirklich. Also wenn ich meinen PC anhab, schon. Fuck. Das sind hier gerade ein paar viele Leute. Ich bin die ganze Zeit fast tot. Mir doch die Agro. Ach ja, ich bin ja Damage Dealer. Ich will vergessen, was ich bin. Ich spiele es einfach genauso wie Titan Quest. Ich rush einfach rein und hau aufs Maul. Wenn wir das nächste Mal irgendein Borderlands-Projekt machen, dann werde ich auf jeden Fall den Tank spielen, damit er mich nicht anschreien kann, dass ich nicht reinrennen darf. Ja, weil sonst werde ich es immer weiterhin machen. Ich finde deine Reaktion auch lustig, wenn man dir sagt, dass du OP-Waffen hast. Ich hab halt einfach keine. Doch, deine Sniper ist schon ziemlich OP. Nein, sie nicht. Wie viel Schaden macht sie? Fast 200? 170 oder so? Ja, und? Siehst du? Musst du Das erstmal treffen, ist ne? OP. Nein, musst du eben nicht. Du kannst auch einfach No-Scope vor ihm stehen und schießen. Und er ist fast Das One-Shot. darf ich ja nicht, ich muss so hinten stehen. Ja, das ist doch ganz gut so. Oh fuck, oh Ich habe fuck. mal Forcing ausgemacht und ich habe jetzt etwa 2 FPS mehr, also es ist echt gelohnt. Irgendwie Was ist geht Grimdawn richtig auf schon die eine ganz Augen? schöne FPS-Schlampe. So eine Hure. Ich bin übrigens gelevelt. Hier nochmal Physik. Ich weiß nicht, ob ich was anderes vorhatte, aber egal. Ich weiß auch schon nicht mehr, was ich vorhatte. Wir müssten so eine Spiele eigentlich durchgehend zocken, also so richtig lange. Nö. So am besten wie Bordel dann so einen ganzen Monat im Voraus produzieren. Oder es einfach machen wie der Gronkh. Einfach das ganze Spiel im Voraus let's playen.
Hat er es gemacht? Er hat es bei Risen 1 versucht, also er hat es nicht gemacht. Oh, ich kann eine zweite Klasse wählen. Damit. Ich wollte ja den Arkanisten mal spielen. Oh, ich bin auch gelevelt. Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Was brauche ich denn? Der Hut. Voll geil. Ja. Dafür brauche ich mehr Physik. Für die Waffen brauche ich mehr Physik. Okay, ich brauche mehr Physik. Obwohl, okay. Lohnt sich das überhaupt, den zu spielen? Ich weiß gar nicht. Steiger den mein Spirit. Ja, mega, mach ich einfach mal. Und, ich stücke mal das. Ich weiß noch nicht, was es ist. Wieso kann ich nicht zwei Einhandwaffen benutzen? Sicher, dass es zwei Einhandwaffen sind? Magic, One Hand, One Hand. Keine Ahnung. Gucken wir erstmal, was das hier macht. Ich kann keine zwei Einhandwaffen benutzen. Okay, das ist scheiße. Okay, das ist geil, aber was will ich eigentlich benutzen? Na, dann nehme ich hier das hier. Sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit rumstehe, aber ich war jetzt gerade. Ich bin gleich tot. Boah. Fast ich auch gerade auf die Fresse bekommen. Also bin ich ein bisschen weggelaufen und habe erstmal jeden hier weggelockt. Und hast du ja erstmal auf mich drauf gelockt, wie halt immer. Danke, danke. Ja, muss ja, ne? Ich darf nicht reinlaufen, ich muss ja dir hinstellen. Nein, nein, das hier ist nicht Borderlands 1, das hier ist nicht Borderlands 1. Das hier ist Grimdawn, Freddy, nicht verwechseln, nicht verwechseln. Oh mein Gott, das kann man nicht wechseln, das ist ja voll von Arsch. Dann mache ich das anders, dann packe ich hier meinen Kadenz drauf und dann packe ich das einfach auf die 1. Ne, ich muss das hier haben und dann hier. Ich nehme mich zack, zack, zack. Oh, du bist zack das gar nicht, ups. Ich dachte eben die ganze Zeit, du bist hinter mir und das bist du gar nicht. Das ist eine Mücke. Und es kommt noch mehr Besuch. Ich bin tot. Ich jetzt Fernkampf benutzt, nice. Ich bin fast gestorben. Freddy. Wo bist du denn? Ich war fast tot. Was machst du denn da unten schon wieder? Und ich habe gegen zwei Gegner gekämpft und einer davon war ein bisschen stärker und hat mich fast gekillt. Wo sind die jetzt? Weiß ich, sie sind nicht weg. Vielleicht sind sie am Giftschaden gestorben, den ich nicht hab. Oh nein, muss ich. Guck, ich hab das hier. Das macht gar keinen Schaden, nice. Diese blauen Viecher sind einfach richtig mies und ich hab kein Dingens mehr. Kein was? Kein Heiltrank mehr. Ich hab irgendwie 9 Stück. Ja, ich hab meine eben alle genommen, weil ich die ganze Zeit fast tot bin. Weil der Tank ja weg ist. Ja, du musst dem Tank halt folgen, ne? Na. Ich hatte mal angekündigt, dass ich, wenn ich hier eine gute Leitung habe, jeden Tag ein Video hochladen will oder jeden Tag mehrere Videos hochladen will. Macht er auf jeden Fall nicht. Ein Dauerprojekt haben wollte. Das Problem ist, ich kann mich nicht dazu entschließen, was ich als Dauerprojekt machen soll, weil entweder ich nehme Singleplayer, wo ich dann immer einen zweiten dabei haben will und weder Kirschi noch Freddy haben durchgehend Zeit und Lust, mit mir zu quatschen. Ich bin ja immer auf dem TS, aber niemand besucht mich einfach. Der ist einfach richtig beschissen, weil man hat einfach keinen Bock, da die ganze Zeit drauf zu gehen. Naja, und jedenfalls, ich habe angefangen mit Kirschi Sniper Elite zu spielen und hab mir über... Oh Gott, ich bin tot, oh mein Gott, war das knapp. Und hab mir überlegt, dass ich einfach als Dauer-LP einen Shooter mache, also so ein bisschen Sniper Elite, ein bisschen TTT oder andere Garry's Mod Modis, ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen CSS vielleicht, ein bisschen CSGO. CSS habe ich sogar einen Arbeitskollegen, mit dem ich zocken könnte, aber der dürfte halt nicht wissen, dass ich aufnehme, weil das keiner weiß, außer Jörg. Hallo Jörg. Ach warte, du guckst ja nicht, sorry. Du meinst Dr. Jörg. Dr. Jörg, ja, Entschuldigung, Dr. Jörg. Hatten wir das schon angekündigt oder nicht? Wir hatten angekündigt, dass wir das machen wollten, aber bis es dazu kommt, können wir es erstmal nicht an, weil... Gut, also lassen wir das erstmal, weil ich wollte es heute Abend mal mit Kirschi, mit Korschi klar. Aber Korschi ist heute Abend weg, also... Dummer Bastard, warum sagt er mir nichts davon? Weil du ja nicht auf den TS... Und vor allen Dingen, wenn wir auf den TS kommen,
Bist du irgendwie komplett tot oder so? Wisst ihr, die kommen einfach so um 2 Uhr morgens oder so auf den TS, wenn ich dann wir schon sind, wir haben, glaube ich, her mache. Ich glaube um 20 Uhr oder so haben wir angefangen oder 22 Uhr spätestens. Ja, da war ich noch nicht zu Hause. Da ja, war und ich dann, noch und dann mit meinem waren Chef wir bis, unterwegs. Da waren bis, ich glaube, 2 Uhr morgens, nein, nicht 2 Uhr, ich glaube halb 2 bin ich dann aufgegangen. Ja, siehst du, und ich bin um kurz nach 10 nach Hause gekommen, voll fertig in mein Bettchen gestiegen und hab geschlafen. Ja. Wie bist du da reingekommen? Ja, bin durchgelaufen. Ich komm da nicht rein. Ach so, von da, Hey, du gehst bei mir gerade durch den Busch und ich komme da einfach nicht rein. Das ist ein Weg. Du backst dich gerade bei mir durch die Gegend, aber okay. Bei mir ist das so wie ein Sacro, so ein durchsichtiger Weg. Ja, Sacro kommt auch immer noch. Weiß ich nicht. Das ist nur ein Gebiet für den Host. Ich komme nicht nur der Host leveln. Hä? Willst du mich verarschen? Ich komme nicht rein. Okay, also ich bin ganz normal durchgegangen. Ich komme da einfach nicht rein. Ne, ich bin hier gehe ich einfach durch. Ja, und dann backst du, dann leckst du dich bei mir komplett durch die Gegend. Ich komme da nicht rein. Nicht? Nein! Ich schätze mal, ich muss einmal komplett außen rum gehen. Klick doch einfach mal auf die Seite da. Macht er dann? Gar nichts, einfach stehen bleiben. Hier kann ich auch nochmal durchgehen. Da kann ich auch nicht durchgehen. Kannst du von hier durch? Nein! Noob. Zum Glück ist der Multiplayer nicht verbuggt. Ja, das ist schon original fast so. Lecker, lecker. Aber das macht so wenig Schaden, das glaubst du nicht. Es ist schon nach 18.30 Uhr. Ja, gleich kommt ein Video, was ich gucken will. Oder es ist schon oben. Gott sei Dank. Aber ich lag gar nicht um 18.30 Uhr hoch. Guckst du einfach noch was anderes? Jetzt mal ohne Scheiß, ich habe noch nie bei dir was geguckt, glaube ich. Doch, ich habe irgendwas bei dir geguckt. Den Namen vergessen. Ich weiß nicht, ob ich einen Trank nehmen sollte. Ich hab nur 200 HP. Ich wollte gerade sagen, The Legend of Zelda. Ich bin gerade auch auf 200 HP. Das ist so die Hälfte vom normalen. Ich wollte gerade sagen, The Legend of Zelda. Dabei meinte ich eigentlich, ich hab den Namen echt vergessen. Animal Crossing? Das hab ich auch bei dir geguckt. Das hab ich nicht geguckt. Oblivion. Oblivion, ja, genau. Das hab ich aber auch nicht zu Ende geguckt, weil du nicht alles gemacht hast, sondern nur die Hauptquest. Und dann war mir das zu doof. Ja, ich hatte. Also, es hat mir einfach irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Hat man gemerkt. Also, ich wollte zuerst auch ziemlich viel machen, aber irgendwie hat mir dann damit die Motivation. Ja, dann hatte ich. Das ist irgendwie die Motivation komplett weggegangen. Und dann dachte ich so, naja, mach ich die scheiß Hauptquest noch fertig, damit die Leute das Spiel noch gesehen haben und dann zack, weg damit. Und dann wollte ich ja noch Quatsch aufbauen, aber dann habe ich vergessen, wie es weiterging. Und mein Oblivion war ja verbuggt. Ja. Ach ja. Ich muss Kirschi auch mal wegen Anturn fragen, ob der mal wieder Bock drauf hat. Ja, ich würde wirklich bis auf die nächste, bis auf das nächste große Update warten, weil Beta-Version an sich jetzt scheiße und die alte Version, das haben wir auch schon so gut wie durchgespielt gehabt, ja. Ich muss sagen, so nachdem ich jetzt so ein bisschen die Beta-Version gezeugt habe, hätte ich schon mal wieder Bock auf 10 Parts oder so. Halt nicht auf was Langes, einfach nur auf einen Tag aufnehmen oder sowas. Ich weiß nicht, also in der Beta-Version aufnehmen finde ich jetzt nicht so geil, weil es hat wirklich nichts da. Es ist. Es ist ein bisschen geil. Ich kann ein bisschen rumgucken, aber. Ich kenne die Karte halt auch überhaupt nicht, ey. Ich auch nicht. Hier ist so eine Höhle, wo wir da reingehen? War das nicht die? Nein, auf jeden Fall nicht. Weil so weit sind wir nie gegangen. Ich weiß, aber die sieht genauso aus wie die, in der wir waren. Oh, scheiße, die war schwer. Ernsthaft? Ja, da sind Schmuggler drin. Spoiler. Oh mein Gott. Es trifft einfach nichts. Hast du euch deine zweite Fähigkeit schon geskillt? Welche? Also deine zweite Klasse. Nee, hab ich vergessen. Könnte ich ja mal kurz machen. Was wollte ich als zweite Klasse nehmen? Weiß ich nicht. Also entweder wolltest du Nightblade oder oder Schwörer Arcanist. Oder nee. Okkultist? Nee, ich nehme Nightblade. Ja, aber Arcanist habe ich schon. Gehst du eine Quest nicht mal an? Jasper.
Please stay your weapon, stranger. We are no outlaws. We're captured and put to work here in the mine. I hope you're here to set us free. Oh, ich habe 6 Punkte. I can get you to Devil's Crossing using a Rift Gate, wenn ihr das lesen wollt. So, jetzt haben wir. Let's lead. Should find yourself in commune of the robot. Okay, muss ich denn jetzt ein Portal machen? Anscheinend nicht. Die werden dann wahrscheinlich irgendwann dahin gehen nach Devil's Crossing. Also da spielt auch sowas, so ein Aufbau-Ding irgendwie. Also man kann Leute finden, man kann auch Leute wieder töten irgendwie durch irgendwelche Quests und ja. Okay, ich habe jetzt mal einen neuen Skill gemacht. Welchen? Dual Blading. Ich weiß aber nicht, was der macht. Wahrscheinlich, dass du 2 Waffen benutzen kannst. Ja, ich hatte ja schon 2 Waffen benutzt. Das wahrscheinlich funktioniert. Wahrscheinlich erhöht das einfach die. Also ist wahrscheinlich so wie in der Kriegsmeisterschaft von. Nee, jetzt kann ich wirklich. Ich kann jetzt wirklich 2 Waffen tragen, vorher nicht. Okay. Aber ich hatte das ja vorher schon gemacht. Ja, ich komme mit. Den Schaden von 2 Waffen erhält's nicht. Erhöht den allgemeinen Schaden, fügt irgendwelche Schäden hinzu und sowas. Scheiße, der ist. Oh, er ist tot. Er ist geplatzt, das hat ihm bestimmt gefallen. Ja, normal. Das war die ganze Höhle? Ja. Die war als ich allein gespielt habe. Und damals war es ein bisschen schwerer noch, weil die haben echt viel ausgehalten da noch. Das ist mein Portal. Ich dachte, die wollen da durchgehen. Ich habe mit denen gesprochen. Achso. Wir müssen jetzt einfach 5 Minuten haben. Ich dachte eigentlich, die Höhle ist länger. Ich dachte, oh, die war hart. Ich dachte so, okay, jetzt sind wir Alter, tot. Das sieht voll geil aus mit dem Schatten von dem Speer. Ja. Ich guck gerade mal was durch, ob ich irgendwo bessere Schuhe habe. Oh, ich habe bessere Schuhe. Ach ja, ich habe vor der Aufnahme auch noch ein paar neue Sachen angelegt. Wie zum Beispiel meine Jacke war, glaube ich, das und einen neuen Gürtel. Und ja, es ist nicht sonderlich viel besser, aber ein bisschen halt. Ich bin nochmal gelevelt, ich bin Level 11. Dann gehe ich nochmal auf Physik. Ich sollte mal auf Spirit gehen, aber ist ja auch egal. So, Soldier. Was macht das hier? Wo man das hinsetzen? Ah, you look close to death and you think, well, we know you're strange. Da bist du. Okay, das heilt mich, das ist schon mal gut. Mir fehlt noch 320 TV. Hier und einen noch hier rein. Also den Arcanisten würde ich dann wirklich nur so als Nebenteil machen, damit ich irgendwann mal so stärkere Spells habe, aber hauptsächlich will ich eigentlich als Tanky hier durchgehen, damit ich auch in die Gegner reinlaufen kann und davon hier angeschrien werde. Dauerhaft. Also wenn ihr Borderlands nicht kennt, ich schreie ihn schon dauerhaft an, aber er verhält sich halt auch einfach wie ein Bastard. Nein! Okay, nächstes Portal, nice. Ja, das ist Whitemire. Okay, ich mach jetzt ein bisschen mehr Schaden. Na gut, ist auch klar, ich benutze 2 Waffen, Alter. Okay, ich habe mir auch gestern gefragt, wie lange Borderlands noch geht oder wie weit wir schon sind, und da habe ich so gesagt, so etwa 20% schätze ich mal, und dann meinte er so, erst, obwohl wir erst so 2 Gebiete gemacht haben, und es gibt Alter, so Borderlands 2 wird er überhaupt nicht hinkriegen, ey. Ich meine, das will er auch gar nicht mehr machen, hat er gesagt, oder so. Ja, das werden wir auch alleine machen, dann werden wir richtig schön auf die Story gehen und auf die Gimmicks, die eingebaut sind. Ich muss sagen, in Borderlands 2 sind echt mehr Gimmicks eingebaut als in Borderlands 1. Mhm. Ich habe bisher noch keins gefunden, außer halt die eine Waffe, die wir jetzt hatten. Bison ja. Hatte gehabt. Ich kann es schon nicht. Nein, das war die aus Teil 2. Ja, aber halt die Anspielung sozusagen. Die Elefantenjäger. Ja, genau. Ja, also es gibt schon ein paar Sachen, wie zum Beispiel die erste Waffe, die Rickman bekommt, Ladyfinger, glaube ich. Das ist ja auch irgendwas auf ihr Latein oder so. Dann auch der Clipper oder Lady so Finger mit dem verlorenen Finger. Ladyfinger kriegt man auch. Es gibt schon ein paar, aber sie ist nicht so, also bei so Borderlands 2 ist halt schon ein bisschen mehr auf Humor ausgelegt. Ja. Weil da sind ja auch die Sprachen und so, also wie die reden und alles, da sind ein paar Scherze drin, und die bemerkt man halt eher, anstatt wenn man da irgendwie so eine Waffe so sich durchliest, finde ich. Also ja, Borderlands ein bisschen offensichtlicher. In Borderlands 2 wird halt auch mehr gequatscht, so von den Charakteren her, und die reden halt auch echt viel Scheiße.
Allein schon, als man Jacks Maske auf hat und die ganze Zeit als Jack redet, das war schon lustig. Man hat die Maske da nicht auf. Man hat einen Stimmverzerrer. Ja, man sieht aus wie Jack. Nein. Nicht? Das ist nach der Hauptquest. Ich dachte, man sieht aus wie Jack. Jedenfalls war das richtig mies, wenn man die ganze Zeit mit Jack gesprochen hat. Ich fand das richtig lustig. Ja, ich auch. Ach ja. Ich glaube, ich muss gleich mal verkaufen gehen. Ich weiß, verkaufen. Ich glaube aber auch, einer hat gesagt, ich habe in Borderlands 1 die falsche Klasse gewählt. Das ist überhaupt nicht meins. Der Timer klingelt gerade. Ich mach den mal aus, damit ich keinen Cockpit-Verletzung bekomme. Und dann bekämpfe ich jetzt den Gegner, dann würde ich auch gleich sagen, dass wir das ausmachen und dann in meinen Part anfangen. Bis zum nächsten Part, genau. Ja, haut rein, bis dann, ciao. Tschüss.